Every valley shall be exalted. Liebe Schwestern und Brüder, vielleicht sagt Ihnen das Stichwort Herbergsuche noch etwas. Das ist ein altes Brauchtum, das man im Advent geübt hat. Es taucht im Spätmittelalter auf und wird im 16. Jahrhundert noch einmal belebt und viele der adventlichen Volkslieder erzählen noch davon. Etwa, wer klopft an? Es sind ja arme Leute. Damit wird der Blick gelenkt auf Maria und Josef. Maria ist in guter Erwartung dieses Kindes. Sie sind auf dem Weg in die Heimatstadt Josefs zur Volkszählung. Herbergsuche. Was die Volksfrömmigkeit hier schon im ausgehenden Mittelalter begonnen und bewahrt hat, hat einen noch viel tieferen Kern, als es dieses Nachspielen einer Situation, die ja im Evangelium gar nicht näher hingeschrieben wird. Das ist eine große Lücke bei Lukas. Wie vieles, was uns aus der weihnachtlichen Tradition der Volksfrömmigkeit vertraut ist, Lukas handelt das mit zwei Worten ab. Aber das Empfinden, das Gefühl, wenn man so will, die fromme Fantasie, denkt sich dort hinein. Herbergsuche ist ein ganz tiefes geistliches Stichwort für den Advent. Denn Herbergsuche bedeutet doch nichts anderes als Christus kommt, Christus begehrt Einlass, Christus klopft an deine Tür, Christus will in deinem Leben einen Platz haben. Christus will in deinem Herzen Wohnung nehmen. Und? Wie schaut's aus? Ist noch Platz? Haben Sie noch einen Platz bei sich? Verstehen Sie es jetzt einmal gar nicht moralisch, ob Sie jetzt zu Hause noch ein Sofa rausschieben müssen, dass da jemand übernachten kann. Ist für Sie, wenn Sie diese Frage hören, hast du noch einen Platz für mich in diesem Advent, in Ihrem Herzen, in Ihrem Leben? Ist da irgendwo noch ein kleiner Raum für Christus? Das ist die adventliche Frage. Platz in meinem Leben, Platz in meinem Herzen. Oder ist alles schon besetzt? Sagen wir aus Verlegenheit, ach nein, danke, vielleicht mal später, so wie wir die Zeugen Jehovas immer von der Tür wegschicken. So machen wir das mit Christus auch. Ach nee, jetzt ist es irgendwie gerade unpassend, ich hab ja schon so viel. Sind wir schon belegt? Schon alles verlorenes, vergebenes Land? Ist das Herz, der Kopf, das Leben schon voll von meinen Gedanken, Fantasien, Plänen, von meinen Obsessionen oder von meinem kultivierten Frust, nimmt auch in der Regel viel Platz ein, etc. pp. Sie können das selber füllen, wenn Sie einmal schauen, ob noch Platz ist. Herbergsuche. In der Offenbarung des Johannes hören wir Christus sagen, ich stehe an der Tür und klopfe an. So einer meine Stimme hört und mir auftut, will ich kommen und Mahl mit ihm halten. Ich habe am letzten Sonntag schon einen der alten Zisterzienserväter, Gerrig von Igny, zitiert. Und der nimmt ein solches Zitat und nimmt diese Erfahrung, das, was sich Herbergsuche nennt im Advent, dass Christus kommt und in meinem Leben einen Platz beansprucht. Er nimmt das und macht zunächst eine merkwürdige Beobachtung. Wir sollen ihn, so schreibt Gerrig, nicht nur einladen, sondern hineinziehen in das Gastzimmer unseres Herzens durch die Gewalt unserer Gebete und die Macht unserer Glut. So wie es, so sagt Gerrig, das Beispiel der Emmausjünger zeigt. Aber genau die merkwürdige Erfahrung, Christus tut so, so sagt es der Evangelist Lukas, als wolle er weitergehen. Eine ganz wichtige Erfahrung. Oder er zitiert die Engel des Lot aus Genesis 19. Nein, sagen die Engel, wir kommen nicht rein, wir wollen auf der Straße bleiben. Was aber sagt die Schrift? Er drängte sie sehr, bei ihm einzukehren. Und er sagt, liebevolle Gewalt, mit der man das Himmelreich an sich reißt, lobenswerte Unverschämtheit, die als Gast sich Christus gewinnt.
eine interessante Beobachtung und Erfahrung, liebe Schwestern und Brüder. Christus zwingt nicht. Christus drängt sich nicht auf. Christus ist nicht lästig. Wenn Christus kommt und anklopft, will er gebeten sein. Er will eingeladen werden. Und gut, wer diese lobenswerte Unverschämtheit besitzt, ihn zu sich hereinzuziehen, ihn geradezu zu nötigen, einzutreten. Wie macht man das, werden wir vielleicht fragen. Naja, Sie werden solche Situationen vielleicht kennen, hoffentlich jedenfalls. Situationen, in denen Sie Ihren ganzen Charme spielen lassen, weil Sie jemanden nicht gehen lassen können oder wollen, wo Sie sich richtig ins Zeug legen. Das wäre auch Advent. Christus so mit einer lobenswerten Unverschämtheit zu drängen, in das eigene Leben einzutreten, ihm einen Platz, und zwar den gebührenden Platz, anzubieten. Dazu bemerkt Erik von Indy: Wenn du Jesus einlädst, sieh zu, dass du den Gott aller Majestät nicht in ein verschmutztes, unwürdiges Gastzimmer einlädst, wo du selbst nicht in Ruhe wohnen könntest. In kein verschmutztes, unmögliches Gastzimmer, wo du selber nicht wohnen könntest. Und er sagt: Lege ein vollkommenes Bekenntnis ab über dein vergangenes Leben und habe guten Willen für das Künftige. Dann hörst du den Satz, den weihnachtlichen Satz: Friede den Menschen auf Erden, neu. Und dann wirst du mit Recht und Gerechtigkeit dem Allerhöchsten in deiner Wohnung einen Platz oder, wie Gerig sagt, einen Thron bereiten. Sich selber bereiten. Selber immer wieder umzukehren, um charmant zu werden, Christus einzuladen, damit er einen würdigen Platz in meinem Leben findet. Das geschieht nicht irgendwo, sondern jetzt, hier und heute. Deshalb ist heute in unserem Evangelium nach Lukas im 3. Kapitel die politische Situation, die Rahmenbedingungen, sind sie ganz exakt wie in keinem anderen Evangelium aufgeschrieben. Und diese politische Situation mit Tiberius und Pilatus und diesen ganzen Tetrarchen, die sind noch unwichtiger gewesen als unsere Ministerpräsidenten hier in so einem kleinen Bundesland, ja, die werden da alle aufgenommen. Das sind keine idealen Rahmenbedingungen, sondern damit wird das heute markiert, liebe Schwestern und Brüder. Und in die gleiche Ratlosigkeit und Fantasielosigkeit, wie sie damals herrschte, so tritt Christus heute an die Tür unseres Lebens. Es geht um das Heute, um dieses Leben, um mein Leben, so wie es jetzt ist. An diese Tür, die Lukas hier mit den politischen Bedingungen markiert, klopft Christus an. Und dann wird Johannes der Täufer zum großen Herold der Herbergsuche, der dieser Welt in Erinnerung ruft und uns heute in diesem Advent und in dem dauernden Advent unseres Lebens. Es gibt einen, der bei dir einen Platz beansprucht, der dein Herz will, der bei dir wohnen möchte, damit du Friede erfährst, damit du Friede findest für dein Leben. Johannes der Täufer mit seinem Ruf zur Umkehr, dieser Patron, den man oft zu einer dunklen Ecke stellt, um ihn von Jesus abzugrenzen, er ist der Herold der Herbergsuche, auch für unser Leben. Nicht nur in diesem Advent. Gerig von Indy beginnt diese dritte Adventpredigt mit einem interessanten Hinweis an seine Brüder, die ihm dazuhören. Er zitiert den Propheten Amos und sagt: Sei bereit, Israel, deinem Gott zu begegnen, denn er kommt. Natürlich, so können wir die Botschaft dieses Advent bis Weihnachten zusammenfassen. Aber das endet ja nicht mit der Christmette, liebe Schwestern und Brüder, sondern das ist ein dauerndes Thema für unser ganzes Leben. Und Gerig sagt: Auch ihr Brüder, wir fügen jetzt die Schwestern an, die natürlich damals nicht im Zisterzienserkloster waren, auch ihr Brüder seid bereit, denn ihr wisst nicht, zu welcher Stunde der Herr kommt, im Advent eures Lebens, wann je und je eure Stunde schlägt und wir den Advent unseres Lebens in der Todesstunde zu bestehen haben. Deshalb diese Einübung dieser Zeit vor Weihnachten, dass wir wissen, Gott kommt. Er klopft an in deinem Leben und übe rechtzeitig ihn einzuladen, übe es durch die Umkehr
einen Platz zu bereiten, ein würdiges Gästezimmer zu haben bei dir in deinem Herzen. Wer das, liebe Schwestern und Brüder, noch einmal anders beleuchtet haben möchte als bei diesem Bußpatron, bei diesem Herold der Herbergsuche, Johannes dem Täufer, oder auch bei Gerrig von Nigny, der sehr viel Liebenswürdiges hat in seinen Predigten, dem sei Johann Sebastian Bach empfohlen. In der ersten Adventkantate, nun kommt der Heidenheiland, also zum ersten Adventssonntag, zitiert er dieses Wort aus der Offenbarung. Musikalisch macht er das wie immer sehr schön, mit einem klopfenden Bass. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, so einer meine Stimme hört, werde ich eintreten und Mahl mit ihm halten. Und damit dieses Wort nicht zu schnell verklingt, auch bei uns jetzt, dass wir dieses Klopfen auch noch hören, wenn wir den Gottesdienst verlassen, zumindest in der kommenden Woche, dass dieses Klopfen nachgeht, schiebt Bach hier eine wunderschöne Arie ein, die noch einmal besingt, worum es geht, wenn wir Christus einlassen, wenn wir ihm einen Platz gewähren. Öffne dich, mein ganzes Herz. Jesus kommt und zieht ein. Bin ich gleich nur Staub und Erde, will er mich doch nicht verschmähen, seine Lust an mir zu sehen, dass ich seine Wohnung werde. O, wie selig werd ich sein.